Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego 2K Drive. So, wir sind auf der neuen Welt hier, im Goldgebiet. Ja, was machen wir hier? Was machen wir? Wir schauen mal, was können wir, kann ich schon irgendein Rennen machen? Ja, ich kann die alle machen. Geil. Mit was fangen wir an? Auf der Farm? Mittendurch? Goldrausch. Wir fangen mal auf der Farm an. Das hört sich noch so am friedlichsten an. Das machen wir. 2000. So eine Ecke entfernt. Aber das macht nichts. Da kommen wir schon irgendwie hin. Huch. Oh mein Gott. Was fahre ich hier zusammen? Schön. Bam, bam. So. Wir fetzen hier mal durch. Thema Nebenquest. Ich mache jetzt natürlich nicht jede kleine popelige Nebenaufgabe, die ich jetzt gerade finden kann. Kann man später auch mal wieder machen. Also immer mal wieder so zwischendurch kleine Nebenaufgaben. Ich fand jetzt das mit den Roboter, mit der Invasion, fand ich jetzt echt cool. Hat echt Spaß gemacht. War irgendwie witzig gemacht. Und, so. Genau. Was ich sag. Nein! Ja. Genau, was ich sag, ich mache jetzt nicht jede kleine popelige Nebenquest, die ich jetzt auf Anhieb finde. Weil, dann franzen wir uns hier ewig fest und kommen nicht voran. Ich werde mich schon ein klein wenig strikter an die Hauptquest klammern. Aber zwischendurch werden wir auch immer mal wieder ein paar kleine Nebensachen machen. Und vielleicht mal an Autos nochmal gucken und. Nur, dass ihr das schon mal vorab wisst. Soll ich nicht wundern, sagt ihr, der macht viel zu wenig Nebenquest, der ist da an allen möglichen Dingern vorbei. Ja. Wird sich, glaube ich, sonst... Wer war der allererste Sieger des alljährlichen Sky Cup Grand Prix? Kein geringerer als Clutch Racing und höchstpersönlich. Lange vor der Gründung von Racing und Motors. Ja. Nur, dass ihr da mal Bescheid wisst, ne? Nicht, dass ihr euch da wundert. Aber das kriegen wir schon irgendwie alles hin. Das machen wir schon alles. So. Blup. Da sind wir schon auf der Farm. Komm zu auf der Farm und tritt gegen mich an. Das ist echt ein Rivale. Nice. Also wir müssen gegen ein Pferd antreten. Ein Hengst. Es ist der Hengst. Ist das sein Auto da oben? Den will ich haben, den Truck. Der ist ja mal voll geil. So, jetzt gucken wir mal kurz die Belohnung, die wir hier abstauben können. Ja, aber echt, den kriegen wir. Geil. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Oh, ich platziere mich hier direkt mal neu. So. Bisschen bequem hinsetzen. So. Jetzt sollte das auch werden. Harry Hengst. Komm, machen wir fertig. So, alles fährt. Wusstest du, dass ich mal wild auf Pferderennen war? Nein, davon hast du nie was gesagt. So war es aber. Ich habe hart trainiert, bis mein Vater eines Tages zu mir sagte, Zuckerschnute, du wirst nie ein Rennen gegen Pferde gewinnen. Sie sind einfach schneller als du. Väter können echt brutal sein. Aber er hatte recht. Mädchen sind stark, aber Pferdestärken sind einfach stärker. Ja gut, diese Sprüche. Die sind fürchterlich. Warum sitzt da jetzt ein Pferd am Steuer? Los! Ja, los! Ich gebe dir schon Gas! Ich stress mich nicht. Fünf Runden wieder, alles klar. Power abgeklaut, der Drecksack.
So. Ah, dieses Rennen ist schwieriger. Ein Power. Was heißt hier vorerst? Das muss so bleiben. Mach mir keine Angst. Lass dir Zeit. Ich muss weiter. Boah. Das Rennen ist echt ein bisschen tricky. In der letzten Runde so ein Ding reingedrückt zu kriegen. Auf dieses Pferd solltest du setzen. Oh Gott, war das knapp. Oh, ich habe mich schon verlieren sehen. Oh mein Gott. Wow. Das. Oh. Da bin ich direkt sprachlos. Aber der ist doch geil. Gut, aber der hat echt mieses Handling und geht auch anscheinend schnell kaputt. Ah, und Gewicht hat er halt richtig krass. Egal. Ja, Harry Hengst. Du hattest keine Chance. Ey, guck mal, wie knapp das war. Das war nicht mal eine Sekunde. Oh. Eingehende Nachricht vom Klatschturm. Du machst dich super, Renntalent. Heim sie weiter Zielflaggen ein, wie du es gelernt hast. Dann sind wir in 0, nichts im Sky Cup Rennen. Das ist mein kleiner Hund. Er heißt Fiedel. Ah, Fiedel. Mag er gerne Musik? Nein, er hat mein Banjo zerkaut. Oh, ja, sowas machst du, Fiedel, was? Wer mag das Banjo? Ja, wer? Wer mag das Banjo? Naja, jetzt störe ich dich mal nicht länger. Oh, Moment, ich sollte dir wohl noch einen Rat geben, was? Ich hab einen. Hab immer den Preis vor Augen. Okay, das sollte reichen. Nein, nicht Fiedel! Bleib vom Klavier weg! Pfui! Pfui! Okay. Das fand ich lustig, das war gut. Fiedel ist cool. So. Und der Tipp, der, ganz ehrlich, ist für die Tonne. Hab immer den Preis vor Augen, ja. Wow, ja. Natürlich. Komm, rück das Ding jetzt raus. Ich weiß auch nicht, was los war. Ich habe wohl einen Schreck bekommen. Das ist so eine Pferdesache, weißt du? Wie auch immer, du hast die Zielflagge redlich verdient. Gratuliere. Vielen Dank, vielen Dank. Hey, viel Glück da draußen. Versprich mir, dass du gewinnst, ja? Der Sky-Pokal gehört einem echten Renntalent. Nicht zu einem Aufschneider wie Shadow Z. Ja, den will ich fertig machen, kein Ding. Ich kann dir alles übers Rennfahren beibringen, aber fahren musst du selbst. Das ist deine Aufgabe. Du hast noch eine Zielflagge. Wir haben jetzt genug Zielflaggen, um eine Festung zu bauen. Und fast genug für die sandsteinweiten Grand Prix Arena. Du hast ein paar nette Extras gewonnen. Ich zeig sie dir. Öffne das Pause-Menü. Okay, wähle ja. Die Option Rennpaket. Ja. Öffne dann den Extras-Bildschirm. Ja. Mit Extras kannst du dein Fahrzeug auf viele verschiedene Arten verändern. Du hast noch nicht viele, aber je mehr Rennen du gewinnst und Missionen du abschließt, desto mehr Extras bekommst du. Rüste jetzt ein Extra aus. Wechsle dein Klasse C-Extra. Das sind die Extras für deinen Klasse C-Slot. Lies die Beschreibungen und wähle ein Extra, das dir gefällt. Steigert deine Energie, steigert deine Höchstgeschwindigkeit, verringert die Verzögerung. Okay. Ja, was machen wir da am besten? Steigert deine Höchstgeschwindigkeit, würde ich mal fast sagen, oder? Ja, komm, gut gemacht. Mal. Das ist nur ein Beispiel. Ich frage mich, was andere Extras bewirken.
Als Klasse-C-Fahrer kannst du nur ein extra ausrüsten. In den Klassen A und B kannst du später mehr ausrüsten. Ja, insgesamt 3. So viel zu den Extras. Sieh dir ruhig noch andere Extras an oder kehre zum Rennpaket-Bildschirm zurück. Jo. Gut. Nice. So, wie geht's weiter? Also das sind diese Flaggendinger. Klasse C. Wie werde ich in Klasse B und Klasse A Rennfahrer? Weiß ich noch nicht. Dann werden die bestimmt auch stärker, ne? Wenn ich Klasse B Rennfahrer bin. Oder müsste ich den jetzt nochmal machen, um Klasse B zu werden? Ich glaube nicht, oder? Dann müsste ich jedes Rennen dreimal fahren immer. Keine Ahnung. Weltherausforderung. Komm, wir machen mal eine Weltherausforderung. Die habe ich letztes Mal nicht gemacht, da habe ich nur die Dinger gemacht. Ich glaube, oder? Ne, ich glaube, Weltherausforderung habe ich nicht gemacht. Oh, wieder was eingesammelt. Nice. So, schauen wir doch einfach mal, was wir da machen müssen. Vielleicht kriegen wir ja was Cooles. Sasser bin ich. Einmal hier rüber. Und dahin. Zack, da war die Welt heraus. Wow. Aha. Hey. Vorsicht mit dem Ding, ja. Mhm. Wir machen das jetzt einfach mal. Auf geht's! Verarschen? Was muss ich machen? Ich blick's nicht. Rotes Licht, grünes Licht. Ho, 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 ho. Ist klar gewusst. Jetzt mit Boost kommen. Oh. Cool. Hätten wir das auch geschafft. Das war witzig. Das war rotes Licht, grünes Licht. Nice. So, hier, bremst ihr alle aus. Was ist mit dir? Guck mal, du hast so eine dicke Karre unterm Hintern. Du musst Gas geben. Kehr da um. Kehren die hier alle um? Okay, gut. So, das war die Weltherausforderung, oder wie? Das ist eine andere... Nee. Da, roter Stein, grüner Stein. Jetzt, ja, logisch, ja. gut, da kann man dann irgendwelche Rekorde brechen und so. Ja, ist nicht schlecht. Was haben wir hier? Komm, dann fahren wir mal dahin.
So ein paar Sachen nebenbei noch machen. Bevor wir den nächsten Rivalen in Angriff nehmen. So, was haben wir hier? Ich bin mal gespannt, ob wir noch sowas wie ein Flugzeug oder so kriegen. Das wäre auch cool. Aber ich glaube fast nicht. Bäm. Missionen, alles klar. Meine Aufnahme, schließe die Aufgabe ab, sammle Belohnung ein. Okay, ja, gut, das ist logisch. Bock. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Ja, ich. Den Aufwind, das schaffen wir. Wo ist denn der Aufwind? Da muss ich jetzt den Delfin zurückbringen. Ah, okay. Gut. Einmal Delfin zurückgebracht. Dann in den nächsten Aufwind. Der ist direkt hier vor uns. Sollte er. Aufwind. Komm, 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 komm. Nein! Was machst denn du? Oh mein Gott. Ah, das ist tricky. Oh, diese Steuerung. Nein! Ey, komm, den habe ich ja wohl sowas von berührt, oder? Ja, das Boot dreht sich halt auch manchmal in irgendeine Richtung. Das ist natürlich auch ein bisschen blöd. Nicht dran. Also ich weiß, wie es gemeint ist, auf jeden Fall. Aber die Steuerung ist halt echt mit dem Boot halt auch nicht so geil, ne? Guck mal, einen haben wir wieder. Kann ich mehrere holen oder muss ich einzelne? Komm, den bringen wir mal zurück. Jetzt müssen wir. Da ist ein Aufwind. Kurz drehen hier. Entschuldigung. Und dann müssen wir nach da links rüber. Ah, der blöde Delfin bewegt sich halt, ne? Der wandert um den Aufwind rum, glaube ich, ne? Jetzt dürfte er genau drauf sein. Nein! Was machst denn du? Mich wahnsinnig. Jetzt sehe ich wieder nicht, wo der Delfin ist. Also es tut mir echt leid, dass ich mich hier vielleicht ein bisschen blöd anstelle. Aber es ist echt nicht so einfach, wie es aussieht. Was ist denn? Warum fliegt denn der immer da drüber? Das ist doch blöd. Ich verstehe das nicht. So, jetzt nochmal. Jetzt mal hier ganz, ganz langsamer, Stück für Stück. So.
ich muss in diesen Aufwind hier. Ja. Gott sei Dank. So, einen schaffen wir noch, komm. Ey, die Aufgabe ist echt blöd, die gefällt mir gar nicht. Ja, yeah, wieder drüber geflogen. Ah, du bist so ein Hammel, ey. Der dreht sich halt so blöd um den rum. Da musst du genau gucken, dass du eigentlich direkt von vorne auf den Zug. Nee. Von vorne auf den Zug fährst. Das ist nicht so ganz einfach. Jawohl. Oh. Gott sei Dank. Zum Glück. Huh. Also die Aufgabe war jetzt nicht so gut. Die hat mir jetzt nicht so gefallen. Wir haben sie gemacht. Wir haben wieder einen Boost. Energie driften. Okay, nice. Mhm. Wir haben es gemacht. Alles klar. Hallo, ich pass. Super. Bam, 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 bam. So. Bam, bam, bam. Gut. Da oben haben wir noch. Wir haben hier. Jetzt will ich mal ausprobieren. Da mal ein Rennen. Auf dem Wasser. Auf dem Wasserrennen haben wir noch gar nicht richtig gemacht, ne? Augen zu und durch. Zack. Funktioniert ja sehr gut. Nicht direkt wieder an Land. Das wird das schlechteste Rennen, was ich je gemacht habe. Oh mein Gott. Nein! Oh, ich bin nicht da drüber. Oh je, das ist ein ganz schlechtes Rennen. Also Gold gibt es nicht mehr. Naja. Wir geben unser Bestes. Vorbei. Aber hier rum. Hoch. Da oben ist die Ziellinie. Ich glaube, wir schaffen es gar nicht. Nein! Oh, das war knapp. Das war knapp. Aber ich habe es am Anfang halt einfach nicht geblickt, wo ich hin muss. Ja, blöd. So, wir gucken mal auf der Weltkarte. Was haben wir denn da? Wir haben hier wieder verschiedene Sachen zwischendurch. Jo. Das ist, glaube ich, das, was wir gerade gemacht haben. Ne? So Zwischendurch-Dinger. Da hätten wir wieder eine Mission, die wir machen können. Ich würde immer noch gerne wissen, was machen wir mit dem Geld? Ich habe es noch nicht so... Hoppala. Noch nicht so ganz verstanden. Klar. Also das, was wir alles gemacht haben, oder wie? Oh ja, okay. Gut. Was machen wir? Wo gehen wir hin? Was sollen wir machen? Jetzt haben wir hier noch andere Weltmissionen. Ja. Da hätten wir eine Werkstatt. Weißt du was? Wir fahren noch mal rennen. Goldrausch würde ich mir vielleicht zum Schluss aufheben. Mittendurch. Wir machen mittendurch, komm. Mittendurch. Den nächsten Rivalen. Gucken, ob wir ihn schaffen. Bisher
haben wir alle geschafft. Der letzte war richtig knapp. So. Einmal durch den Tunnel hier, durch den Goldtunnel. Heute bin ich in Rennlaune. Oh Gott. So. Aus der Bahn. So. Gut. Schmuggler Sally ist in Rennlaune. Ah, die hat so ein Boot hat die. So ein Speedboat-Ding. Gut. Einmal tief durchatmen. Augen zu und durch, würde ich sagen, oder? Schauen wir doch mal. Zeit für die ANN-Zuschauerpost. Unser erster Brief ist für Parker. Es gab so viele Fortschritte bei der Power-Up-Technologie. Was für Power-Ups gab es, als Sie noch Rennen gefahren sind? Mal sehen. Da gab es Pilze, dieses praktische Kugeldings und eine Fee im Glas. Okay, nächster Brief. Miss NSC schreibt, ich liebe Fahrzeugtransformationen. Am liebsten mag ich, wenn ein Auto zum Boot wird. Gibt es Pläne, dass ein Boot zum U-Boot werden kann? Miss NSC, wir wissen nichts von einem solchen Plan. Aber falls dies jemand hört, die Idee ist toll! So, komm. Oh. No! Gucken, ob wir das hier packen. Ist halt nochmal ein anderes Kaliber auf dem Wasser. Und unser Boot hat halt auch nicht die geilste Steuerung, muss ich ehrlich sagen. So. Oh mein Gott. Oh Gott, was geht hier ab? Alter, komm mich doch nicht. Das ist Wahnsinns. Oh Gott. Power up an Bord. Gut gespielt. Das Rennen ist Krieg. Das ist purer Krieg. Geh weg. Fantastisch. Oh Gott. Ja, das war ja... Das hat ja gut funktioniert, was ich jetzt gemacht habe. Finalrunde. Ja, Finalrunde hier hinten hinterher. Was macht ihr hier mit mir? Nein, sowas dürft ihr nicht Schluss machen bei mir. Mann. Ist voll mies. Aua. Ich habe das Ding wieder getroffen, ey. Zu durch, komm. Ich kriege dich. Ah. Oh mein Gott. Also die Rennen werden echt immer anstrengender.
Aber wir haben es wieder mal geschafft. Eieiei. Eine sechste Fahne haben wir, eine sechste Flagge. Und wir haben jetzt ein besseres... Ja, ja. Langsamer, aber... Auf jeden Fall von der Steuerung deutlich besser. Beschleunigungsboost haben wir wieder gekriegt, okay. Ja, das hätte ich nicht aufregen. Oh. Ah, wir haben sogar... Oh. Sogar ein bisschen mehr Vorsprung als beim letzten Mal. Immer noch knapp, aber schon ein Ticken besser. Wobei das halt echt, das war jetzt halt echt Krieg. Du machst nicht viele Worte, sondern lässt Taten sprechen. Das hast du dir redlich verdient. Redlich? Redlich? Oh, ich hasse das Wort. Redlich. Ich erkenne eine Fälschung aus einem Kilometer Entfernung, aber dein Renntalent ist echt. Ich sehe dich in der Prospektotal Grand Brick Arena, auch wenn du mich nicht siehst. Ich finde diese Zielflagge schöner als die letzte. Du nicht auch? Versteck sie besser, sonst kommt Schmuggler Sally noch auf dumme Gedanken. Keine Sorge, ich schlafe nie. Ich bin immer wach und hab alles im Blick. Auch wie kurz du vor der Rennteilnahme in der sandsteinweiten Grand Brick Arena stehst. Ja, kannst mal sehen. Gut, siehst du mal, haben wir das nächste Rennen geschafft. Dann würde ich aber auch sagen, mache ich Schluss für heute. Für heute reicht's. Jetzt habe ich, glaube ich, 4 Folgen habe ich jetzt aufgenommen. Und dann würde ich sagen, nehme ich einfach das nächste Mal wieder auf. Und ich hoffe, ich sehe euch dann oder ihr seht mich dann in der nächsten Folge. Für die Leute, die noch kein Abo dagelassen haben, würde mich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst. Folge einfach liken, wenn sie euch gefallen hat. Dann weiß ich Bescheid. Alles klar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann machen wir hier das Ding da. Da hier, Goldrausch. Das schaffen wir dann auch noch. Den hauen wir auch noch weg. Und dann haben wir hier eigentlich auch die Rivalen abgegrast. Ne? Und dann können wir uns ja eigentlich noch... Schauen wir nochmal hier. In den anderen Bereichen... Beziehungsweise kommt ja nur noch ein anderer Bereich. Der hier. Da müssen wir auch noch ein paar Rivalen machen. Und dann kommt, glaube ich, ja das der große Cup. Jo. Und wir müssen noch rauskriegen. Das könnte man auch... Sind wir auch kurz davor, glaube ich. Gerade mit der Maus hin, geht nicht. Oben haben wir hier diese 8, die 16, die 24 und dann diese 3 Schlösser. Wir sind kurz vor Level 8. Eventuell passiert dann da irgendwas. Keine Ahnung. Werden wir alles in der nächsten Folge rausfinden wahrscheinlich. Dann würde ich sagen, macht's mal gut. Bis dahin. Ciao.